Und damit, meine Lieben, willkommen zurück zur nächsten Folge. Wie schon versprochen, ins Netz diesmal und das nächste Mal Skittertor. Nochmal mit hier Sienna als Pyromanin. Wenn ich es richtig ausspreche. Pyromantin? Oh. Das Wort ist nichts für mich. Auf jeden Fall. Ich überlege gerade noch, ob ich die Dingens mitnehme, die Grimoire. Wisst ihr was? Wir lassen die Grimoire von der KI mitnehmen. Und nehmen selber wieder nur einen Folianten mit. Das hört sich doch gut an. Und mit meiner Lieblings-Attack-Kombo hier bei dem Flail einmal schwer und einmal leicht. Oder einfach nur leicht drauf spammen, wenn es ein einzelner Gegner ist. Es klappt vor allem gut, habe ich gemerkt, bei hier den Maulern. Okay. Wichtig ist nicht unnötig treffen. Getroffen. Wichtig ist, dass wir nicht unnötig getroffen werden. Nicht so wie in der letzten Folge. Und noch wichtiger ist, dass wir die hier wegbekommen. Bisschen abkühlen. Oh, verdammt. Aber dafür könnten wir die hier wahrscheinlich bekommen. Und mal ein bisschen Feuer hier überall hinsetzen. Und solange wir hier unser Gratis-Feuer haben. So, wir holen dann mal hier hinten unseren ersten Folianten. Machen noch hier schnell den Stormwurm mit fertig. Und oh, hier ist noch ein Trank. Dann nimmt den mal der Gruber mit. Oder auch nicht. Soll mir aber recht sein. Ich glaube, mit dem Schubsen sind wir eigentlich mit dem Flail auch ziemlich gut dran. So, hält mir Cavillian noch ein bisschen aus. Oh, das ist irgendwo ein Strangler. Hoffen wir mal. Jawohl. Hätten wir lieber nicht. Hat uns leider getroffen. Noch immer haben wir unseren Stab nicht komplett aufgenutzt. Aufgebraucht, so rum. Ja, wir gehen nicht oben lang. Wir holen uns nicht das Grimoire. Das ist nicht wirklich nötig für uns. So, die da hinten holen wir mal mit dem Schädel weg. Zumindest einen. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht einen Beutewürfel oder so bekommen. Heiltrank. Und wir markieren den mal, dass der Zwerg den vielleicht mitnimmt. Ich würde ganz gerne hier... Jawohl. Einen von den beiden bekommen. Aber unser Dingens hier, unbegrenztes, hört schon wieder auf. Geht ja leider nur 10 Sekunden lang. Was ich ganz gern mal mit dem Stab ist, hier die Gegner anlocken. Einmal draufschießen. Und dann anlocken. Na, da unten hätten wir nicht anlocken müssen, der ist ja schon unterwegs gewesen. Okay. Baden hat nichts, damit wir hier Dingens bekommen. Temporäres Leben. Wir setzen auch schon mal eins dahin. Und jetzt setzen wir überall welche hin. Wir
jetzt nochmal da ein bisschen hin. Es ist ja noch nicht genug Feuer. So, das Gas muss jetzt aber auch mal langsam aufhören. Echt, mir tut Bart ein bisschen leid. Und Victor. Aber Victor macht es, glaube ich, nichts aus. Aber Baden tut mir ein bisschen leid. So. Ist der Zwerg? Das ist kein Gegner. Da oben ist noch ein kleiner. Und Victor oder so wartet oben noch auf das Komor anscheinend. Nee, Quillen geht hoch. Soll mir recht sein. Auf das Grimoire bin ich überhaupt nicht scharf. Ich weiß nicht, ich mag den vielleicht echt wirklich jetzt gerade sehr. Mir ist noch nie wirklich aufgefallen, dass er so Plattformen zwischen der Brücke langfahren. Waren die erst lang, wenn wir den Hebel umschalten? Oder die ganze Zeit? Muss ich mal nächstes Mal drauf achten, wenn wir die Map hier spielen. So, wir haben noch ein bisschen was hier an Feuer. Setzen wir noch ein bisschen hier hin. Aber von hinten kommt, glaube ich, auch nichts mehr. Ja, ist halt viel zu cool, wenn wir hier den... Autsch. Viel zu cool, wenn wir die einfach unbegrenzt Feuer setzen können. Müssen uns mal bedanken. So toll stelle ich mich gerade noch nicht an, leider. Aber ist nicht so schlimm. Früher oder später finden wir auch nochmal Heilung. Unten hinter den Karts gibt es ja oftmals Heilung. Und bald sind wir auch bei Baden hier. Genau, da vorne ist er schon irgendwo. Zudem kommen wir relativ flott. So, setzen wir hier noch ein bisschen Feuer hin. Dass die hier alle schön durch müssen. Hat ja gut geklappt. Ich glaube, wir müssen auch hier durch. Na, wenigstens haben wir einen Heilungstrank bekommen. So, da lassen wir mal was da. Nehmen das hier mit. Und bewegen uns mal möglichst schnell zu unserem Lieblingszwerg. Aber schön durch die engen Gänge hier. Weil wir nicht von denen hier geärgert werden wollen. So, Baden bekommen wir hoch. Jetzt bringt man hier ein bisschen Feuer hin. So, noch ein bisschen mehr Feuer. Dann trinken wir mal unseren Stärketrank. So. Wir warten mal, bis unser Stab wieder ein bisschen hier aufgeladen ist. Bis wir den hier wieder weiterburnen. Ja, jetzt sind wir nochmal auf dem Weg nach unten. Aufpassen, wir haben noch ein Schild. Jetzt ein bisschen hier Feuer setzen. Ja. Ja, wir müssen jetzt mal langsam hier weiterlaufen. Schädel halten wir nochmal kurz zurück.
Müssen nämlich versuchen, hier vielleicht die Plague Monster mit wegzuholen. So. Gerillen bekommen wir hoch. Und Gruber bekommen wir auch noch hoch. Der wird wahrscheinlich direkt boosten. Ja, ziemlich knapp hier, was unser Overcharge angeht. Mal direkt ein bisschen ab. So, hier ein bisschen Feuer für dich. Sollte vielleicht sogar schon reichen. Jawohl. Uiuiui. Was hin und her. So, wir haben theoretisch noch den Folianten, aber ich gehe jetzt nicht wegen dem Folianten zurück. Das ist mir... Das ist es mir nicht wert. So, Gruber wollte wahrscheinlich dann noch die Folianten und so ein Zeug sammeln. Oh, und der Kiste ist ein Medpack, das ist perfekt. So, wir haben auf jeden Fall noch den Boss am Ende. Gleich. Aber es dauert noch ein bisschen, bis wir da sind. Und vielleicht kriegen wir ja noch einen Boss. Die Chance besteht ja. So. Oftmals kicke ich ja noch mehr als hier zweimal. Beziehungsweise einmal halt dann noch ein bisschen länger, weniger. Ich kann gerade nicht reden. Ich meine ja eigentlich mal hier schwer, leicht. Und dann kicke ich auf zweimal, kriege ich auch hier noch den dritten mit raus. Aber ist nicht weiter schlimm, weil ich kriege ja dann so oder so hier nochmal den wunderbaren Angriff von oben. Ich glaube, die kommen auch von da hinten jetzt. Oder auch noch nicht. Soll mir auch recht sein. Da hinten brennt auf jeden Fall jetzt alles. Oh doch, die kommen natürlich. Oh, wir sind runtergefallen. Nicht so gut. Wir grillen hier einfach die ganze Patrouille. Mit dem Flail. Das wäre genial. So, Kuba bekommen wir hoch. Baden bekommen wir auch noch hoch. Jetzt können wir. Muss ein bisschen hier das Feuer ausnutzen. Möglichst schnell irgendwo, wo die hochkommen. So, noch ein bisschen mehr. Schadet nicht. Solange wir hier unbegrenzt Feuer haben. Aber ich glaube, von der Seite kommt sowieso gerade gar nichts. Aber von hier wieder. Ich glaube aber auch, dass die Patrouille, die wir getötet haben, irgendwie teilweise zu denen durchgedrungen ist. Aber das wundert mich gerade auch ein wenig. Also der Flail ist halt auch so schnell, der eignet sich halt auch mit den leichten Angriffen. Okay. Dann ziehen wir mal weiter. Grimoire haben wir keins. Huma haben wir keins. Das ist perfekt. Ist nicht so, als ob wir davon was brauchen. So. Ich finde es immer noch krass, was für eine Reichweite der Flail eigentlich hat. Ich komme von ungefähr hier bis zum Stormwürmen. Oh, die staggert die halt auch mit wirklich jedem Schlag.
Also mit jedem von den Schweren von oben. So, wir gucken nochmal, ob wir hier irgendwie an einen Trank rankommen. Vielleicht einen lilanen, der wäre schon ziemlich cool. Und leer. Manchmal liegt da hinten auch Heilung, wo wir gerade geguckt haben in der Ecke. Aber natürlich dieses Mal nicht. Na toll, jetzt können wir nochmal hier ein bisschen Feuer setzen für 10 Sekunden. Werden wir auf jeden Fall auch machen. Ist ja gratis. Feuer setzen. Ist ja gratis. Sag dich schon, dass wir Feuer setzen. Autsch. Ich glaube, wir trinken mal den Heiltrank gleich. Aber den Schädel hebe ich jetzt mal auch auf für den nächsten Spezialisten. Okay, ich trinke. Weil wir vielleicht mal den Schädel ganz gut nutzen können, um damit ein paar Spezialisten auszuschalten. Grinning braucht ein bisschen Hilfe. Und der Schädel ist natürlich an Lake Monks komplett vorbeigeflogen. Aber das meinen die Leute ja auch damit, dass der Schädel nicht so wirklich toll ist. Also zumindest was der Vergleich zu Kirillens Pfeilen und so angeht. So, wir können uns hier richtig austoben, was Feuer angeht. Ich würde gerne mal die Schadensnummern sehen. Wenn wir so viel hier in... Okay, wir haben den nicht zum Explosion gebracht. Also Schadensnummern sehen wir auf jeden Fall lustig mit der Menge an Feuer. Ich glaube, die machen immer nur so viel so da und im Dreh. 4 pro Tick oder irgendwie so war das hier. Zumindest an den Dummies. Wie wahr das mit den Dummies ist, ist eine andere Geschichte natürlich. Davon müssen wir gar nicht erst anfangen zu reden. So, den können wir mal anlocken. Oder Quillen hat den. Okay. Wir haben die Hook gerade einfach gar nicht bekommen. Aber sieh einer hier. Wir haben einen Purple Potion bekommen. Können wir den Boss ein wenig mit dem Schädel hier ärgern. Einmal können wir den Schädel auch noch nutzen. Einmal. Gut, bis wir in der Arena sind, sollte unser Cooldown wieder ungefähr fast vorbei sein. In der Arena bekommen wir halt keine Specials. Das ist halt ein bisschen ein Problem. Das heißt, wir können hiermit gar nicht... Wir können damit quasi hier gar nicht unsere unbegrenzte Dingens kurz aufrechterhalten. Ah, ich glaube, ich kühle mal ein bisschen ab. Dann kann ich ein bisschen öfter das Feuer hier aufrechterhalten. Bereiten wir ihm schon mal schön den Ofen vor. Und dann machen wir unseren Schädeldingens. Oh, das hat weh. So. Der hat es echt hart auf uns abgesehen. Na ja, gut, aber wir staggern ihn ja auch. So, und noch einen vierten. Oder war es schon der fünfte? Ist irgendwie ein bisschen komisch, dass der Boss so lange durchhält. Normalerweise... Na gut, wir haben auch, glaube ich, gar keinen richtigen Bosskiller dabei. So.
Aufpassen vor dem Slash hier, der ist böse. Und jetzt gucken wir nochmal in die Kiste. Oft ist ja hier die Kiste komplett leer. Vielleicht auch diesmal. Vielleicht haben wir aber ein Beutebefehl drin. Ah. Wie konnte ich nur zu der Annahme kommen, dass da vielleicht ein Beutewürfel drin ist? Ich glaube, ich hatte es bisher echt nur ein einziges Mal gehabt, dass da ein Beutewürfel drin ist. Okay, vielleicht ein zweites Mal, vielleicht zweimal, aber es ist sau selten. Kubal hätten auf jeden Fall noch seinen Spaß. Und wir fahren jetzt gleich hier mit der Gondel erstmal nach da oben. Ja, komm, dann heilen wir mal Kuba. Und mit unserem Totenschädel holen wir mal da hinten die Stormwürmen weg, die da hinten sind. Ja, haben einen bekommen. Also durch die kleinen Gegner geht er echt wie durch Butter. Wie ein warmes Messer durch Butter. Aber sobald die ein bisschen Panzerung haben, geht er da einfach nur noch, trifft er glaube ich nur noch einen oder so. Ja, diesen zweiten schweren Angriff nutze ich eigentlich kaum. Ich muss ein bisschen versuchen, mal mit den anderen Angriffen auch zu arbeiten. Muss mal gucken, wie das zumindest damit funktioniert. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. In der nächsten Folge gibt es dann das Gittertor, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ob wir dann dem Endboss auf jeden Fall wirklich die Hölle heiß machen können. Und ja, bis dahin. Wir warten noch kurz ab und gucken, wie viel Schaden wir bekommen haben. Oh ja, 400 war das letzte. Wir haben uns ja wortwörtlich gesteigert. Zumindest was erlittenen Schaden angeht. Aber ja. Wir haben ja ein bisschen geklatscht. Ich glaube, beim Klatsch haben wir auch gar nicht so viel mit Schaden abbekommen. Immer nur durch so einzelne Ratten und so. Aber das hier kriegen wir irgendwann auch noch nach unten. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss.